Zelleka konnte sich kräftig austoben das letzte Mal hier. Wir haben gegen Dean gekämpft und das Ganze auch erfolgreich gelöst. Sehr gut. Dean war schon ziemlich heftig, muss man sagen, aber wir haben jetzt ein Kriegerschwert und das freut mich natürlich irrsinnig. Was für eine wahnsinnig gute Waffe. Aber natürlich gibt es wieder einen Geschehenwechsel, denn wir wollen mit allem weitermachen, das war schon klar. Der Waldschrein ruft und ich bin sehr froh, endlich wieder einmal einen Dungeon betreten zu können. Da habe ich mich jetzt schon lange drauf gefreut. Ruinen, die nun einen Altar zu Ehren der Göttin Mila beherbergen. Über ihren ursprünglichen Zweck rätselt man jedoch noch heute. Okay. Ah, die Vorbereitungsmusik habe ich auch ein wenig vermisst, muss ich mir ja eingestehen. Und wir können ja gar nicht so viele Leute mitnehmen, das muss man auch bedenken. So, wie sortieren wir um? Also Mathilda ist klar, die wird auf jeden Fall Clive ersetzen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, will ich mal meinen. Und außerdem mag ich Mathilda auch ziemlich, ich weiß auch nicht, ich finde die ziemlich cool. Nun gut, starten wir rein. Wenn es neue Gegner gibt, werde ich natürlich nicht skippen, ansonsten schon. Das ist klar, das habe ich ja mal gesagt, dass ich solche normalen Scharmützel hier drin immer skippen werde. These massive ruins have stood witness to. The dusty air carries more than just the scent of broken, rusty iron. It's like I'm breathing in centuries of history. And yes, I can see the signs of men of ill intent having come and gone, with no regard for the place at all. Okay, alles klar. Ist aber ganz nett, dass er was dazu zu erzählen hat. Und wir kriegen wieder ein bisschen Münzen und so. Erstmal schauen, ob hier irgendwas ist, ha? Was haben wir hier? Knoblauch. Damit können wir Vampire vertreiben, ha? Das wär's jetzt noch. Und wir kriegen noch eine Münze. Aber es klappt ja heutzutage nicht mehr, ne? Mit glänzenden Vampiren und so. Gerade sowas ist dann ein bisschen absurd. Tja. Ich glaube, so richtig traditionelle Vampirfilme gibt's auch nicht mehr. Aber das wäre jetzt zu off-topic. Ja, eigentlich mal wieder ganz nett. So klassisch. Dracula-like. Oh Mann. Na, was ist denn hier los? Ich hab doch was gehört. Ich mag das so. Ein bisschen Geräusche und so. Es ist ja immer sehr atmosphärisch, muss man ja sagen, ne? Das muss man ja wirklich mal sagen hier. Ich mag das sehr. Also das hat schon so ein Ambiente. Man läuft zwar meistens wirklich nur durch und zerschlägt Fässer. Aber ich mag die Stimmung hier drin immer. Die Musik fängt das Ganze sehr gut ein und auch dieses Lichtflackern und so. Schöne Lichtstimmung einfach. Das will ich so in den Dungeon noch haben. So, den greifen wir an. Was haben wir hier? Oh, ein bisschen Unterstützung gibt's auch gleich. Aber solche Leute kennen wir ja in der Regel. Die Skelettritter sind jetzt nichts Neues mehr. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder. So, die paar Skelettritter wären auch erledigt. Aber ich bin sicher, hier gibt es noch so manch andere böse Überraschung. Wir sind ja immerhin hier für ein paar Gargoyles. Das heißt, wir rechnen schon mal mit dem Schlimmsten. Was ist denn hier los? Moment, ich nehme mal den Knoblauch mit. Ih, was hängt denn in den Säcken da? Sind das Leichen? Wer weiß. Das könnte alles sein, ha? Huh? Hartes Brot und Bier. Natürlich wie immer, überall gibt's Freibier. Zumindest das ist das Gute an der Feieremblem-Welt hier. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch, ne? Es gibt nicht viel hier. Es mag ein bisschen trist sein und es gibt eine Menge Krieg und was weiß ich. Aber hey, es ist immer für Bier gesorgt. Überall. Das nenne ich Service. Also, wir waren zwar das letzte Mal in einer Wüste, aber ich weiß ganz sicher, dass wir nicht in einer Service-Wüste waren. Besonderes Wasser wieder. Ist es denn Geschwindigkeitswasser? Das bräuchte ich nämlich dringend für allen. Es ist Resistenzwasser, also eines der gefragtesten wahrscheinlich sogar. Ah, oh, das ist was, das muss ich mir im Detail überlegen, Leute. Das ist nichts, was man so einfach spontan machen sollte. Mal wieder. Aber wir merken uns, hier ist eine Resistenzquelle, sehr wichtig. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Sehr gut. Puh, okay. Weiter schön hier durch die Zellen. Vorhin war hier irgendwo noch eine Kreatur. Aber okay. Ziehen wir weiter des Weges. Sehen uns ein wenig um. Was ist denn da mit Blut reingeschrieben? Hä? Was ist das? Untersuchen.
Da steht etwas geschrieben. Es scheint aber nicht weiter wichtig. Echt? Ich weiß nicht, es sieht sehr verdächtig aus, wenn ich sowas mit Blut hier geschrieben sehe. Und ich meine, das sind überall Leichensäcke, oder? Oder hat man hier... Oder, naja, ich weiß nicht, hat man hier mal Fleisch gelagert? Das lagert man doch nicht in so einem Sack, ganz im Ernst. Da sind doch Leichen drin. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich hier Horror-Emblem, passt auf. Gleich kommt der Jumpscare ums Eck. Bah! Horror-Game incoming. Och, Gargoyles. Das habe ich gesehen, Freundchen. Oh Gott, sind das viele. Okay, das ist nicht so schön. Erstmal, sie sind ja Flugeinheiten, richtig? Das heißt, wir machen extra Schaden, das ist doch schon mal ganz gut. Aber wir müssen echt aufpassen, denn Gargoyles sind schnell. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Das ist so das große Problem eigentlich hauptsächlich mit Gargoyles. Hey, hier können wir uns sehr, sehr schön durcharbeiten. Oh, Claire ist eine ganz gute Wahl sogar, sehe ich gerade. Mit Lucas kann ich hier wunderbar angreifen. Ja, das machen wir erstmal so, ist in Ordnung. Er wird ihn zwar nicht umhauen, aber ist jetzt so angeschwächt, dass im Prinzip jeder andere ihn plätten kann sofort. Dass das Vieh uns zumindest nicht doppelt, ist auch was wert. Okay, das sieht eigentlich auch ganz vernünftig aus. Immerhin hatten wir jetzt den Erstschlag. Ah, Forsythe kann sich oben hinstellen, das ist doch sehr gut. Mach mal ein bisschen dichter, das ist ganz gut. Brauche ich jetzt mal den Support hier, ja. So stark sind die auch nicht unbedingt, aber die Geschwindigkeit ist halt wirklich grausam. Das ist so im Prinzip das Gargoyle-Problem. Hau mal dein Excalibur rein. Das dürfte meistens auch wahre Wunder bewirken. Leider kein Crit, schade. Ja, den Kampf sehen wir uns schon so an. Ich denke, das ist dann wieder was, wo es halt interessanter ist, ne? Das kann man sich ja so einteilen, was ich für interessant halte und was eben nicht. Auf 1 runter, dann könnte natürlich Alm finishen. Weiß nicht, wie rum wir das am besten machen. Alm kann auch oben finishen, deswegen ist es eigentlich relativ egal. Soll Claire das machen? Die ist gerade eigentlich wunderbar geeignet. Natürlich kommt der Crit danach, aber hey. Wisst ihr, was richtig krass wäre bei Claire? So wie sich meine Claire entwickelt, wenn man bei ihr die Mistgabel benutzen würde, also das DLC-Item zum Wechseln auf Dörfler. Ach du Schande! Weil seht euch mal an, diese Geschwindigkeit, Angriff, Fähigkeit und Glück. Wenn ich aus ihr zum Beispiel einen Ritter machen würde, wobei ist die Frage, wenn es wie bei einer weiblichen Dörflerin dann ist. Ach stimmt ja, das geht dann ja nicht, schade. Richtig, das ist ja eine reine Männerklasse. Oh. Aber das wäre richtig krass, weil ihr schaut euch die Werte an, oh mein Gott. Das wäre absolut göttlich. Aber man kann nicht alles haben. Zugegeben, das ist halt leider immer ein Problem. Purgativ, gibt es irgendein gutes Ziel? Eigentlich nicht so wirklich. Okay, Cliff noch am ehesten, aber Cliff ist eigentlich auch total defensiv. Eigentlich sind die Gargoyles gar nicht so schlimm, machen wir uns nichts vor. Sie waren mal schlimm, aber eigentlich sind wir da längst drüber raus, was das betrifft. Die machen uns keine Probleme mehr. Ja, wir kriegen über den Support eine Crit Rate, das ist eigentlich ganz witzig. Was? Blitzschwert hat ja speziell einen niedrigen Crit, oder? Ja, genau, minus 10 sogar. Richtig. Witzig. Ach, wir haben ja echt schöne Supports. Ich mag das auch, diese Dörfler, wie sie sich alle gegenseitig unterstützen. Und alle haben eben schon diesen B-Support. Ich mag das, das hat Stil. Ist einfach schön. Man kann sich so richtig reinversetzen. Die sind halt alle miteinander aufgewachsen und so. Ist doch schön einfach nur. Oh, ärgerlich hier. Irgendeiner, der besonders schnell ist, na, ist eigentlich auch egal. Niemand räumt Cliff weg. Das ist der Einzige, der von mehreren gerade so wirklich gut angegriffen werden könnte, so oder so. Dann sehen wir mal, was der Gegner macht, ha? Auf Claire. Finde ich jetzt nicht so nett. Die doppeln natürlich, klar. Aber hey. Sie haben auch keine Crit Rate oder so. Deswegen sehe ich das mal ganz locker. Na, auf Forsythe. Aber ich mag das, dass sie so cool mit Sensen auch angreifen. Hat auch Stil. Auf Cliffer ist auch ziemlich risky. Jawoll. So kenne ich doch Cliff. Leider wehrt er sich ja mit einem Feuerzauber standardmäßig. Ich wünschte, da würde er auch zum Excalibur greifen, aber hey. Nun gut. Es läuft nach wie vor klasse. Alm, probier's doch mal hier. Gut so.
Und natürlich können wir auch hier entsprechend dafür sorgen, dass es abgeht wie sonst was. Nimm einen Schweifschuss ruhig. Tja, wir machen auch extra Schaden. Aber ich müsste mir mal ansehen, wie sie die Formel verändert haben. Und extra Schaden müsste hier eigentlich anders berechnet werden. Bin ich mir echt ziemlich sicher. Waffenschaden mal 3 kommt mir zumindest ein bisschen komisch vor. Speziell für diesen Fall. Das wäre ein bisschen merkwürdig für dieses System einfach. Es könnte natürlich sein, dass sie es trotzdem so gemacht haben, wie gewohnt. Aber ich will mir das mal ansehen. Da muss ich mal ein bisschen forschen hier. So, du darfst den letzten Hit landen. Du brauchst ein bisschen Training, nicht viel. Ich weiß jetzt schon, du bist eine klasse Einheit. Ist der Stat technisch super mit dabei. Da fehlt auch nicht wirklich viel, bis ich vollends zufrieden bin. Ist eigentlich egal, wen ich hochheile, oder? Im Prinzip, ja. Aber hier, Cliff. Wer darf den letzten Hit landen? Nach Forsythe ist kurz der Level ab. Na dann, lieber Forsythe. Let's go. Präsentier mir noch mehr Stärke. Ich will hier richtig viel Angriff sehen. Oh, Glück und KP, wow. Ja, er kann nun auch ein Baron werden, aber hey, ich will mich nicht beschweren. Trotzdem ist, glaube ich, Forsythe ein bisschen überdurchschnittlich, oder? Gut, das hätten wir. Fiese Gargoyles. Es gibt mehrere Wege. Okay, hier geht's nach unten. Ich will aber noch nicht nach unten. Ich will aber nicht nach unten. Und hier? Ach so, hier ist einfach nur der Weg versperrt. Okay, dann haben wir noch eine Kammer natürlich übersehen. Das ist klar, keine Sorge. Ich habe schon dran gedacht, ne? Hier ist nämlich noch ein Feind auch. Tja, gleich mal hier in den Rücken gefallen. Auch das geht ja schnell. Das sind nur ein paar Skelettritter. Die machen mir 0, nichts platt. Hier, Excalibur. Na los. Oh ja, das ist doch schon mal eine gute Vorbereitung. Mathilda? Ach schade, das haut nicht ganz hin. Du haust hier drauf, das andere wäre ein bisschen zu viel. Gut so. Ah, Level Up für Gray. Oh je, auch KP und Glück. Mann, was ist denn los heute? Ich will aber schon noch mal was Besseres sehen. Irgendwer kurz vom Level Up. Tay ist relativ weit, aber das wird so schnell noch nicht hinhauen. So, wir können mit mehreren Leuten ganz cool finishen, wenn wir Bock haben. Geh du doch erstmal dahin. Zack. Und nochmal mit dem Königsschwert. Eine schöne Waffe einfach nur. Als nächstes darfst du weitermachen. Das reicht, glaube ich, aus, dass Mathilda finishen kann, oder? Mathilda macht 8 Schadenspunkte. Das ist also okay. Moment, dann würde ich ganz gerne aber zum Schweifschuss greifen. Nur für die Sicherheit hier. Dass das auch wirklich so hinhaut. Genau. Auch schön wirklich direkt auf 8 sogar. Umso besser. Mach ihn fertig, Mathilda. Oh. Mensch, Mathilda, was machst denn du? Das gibt's doch nicht. Mathilda. Okay, dann eben die anderen mal wieder von mir aus. Du stellst dich bitte hier hin. Du kannst hier noch ein bisschen angreifen. So, mit der nächsten Runde ist es doch dann eh erledigt, kein Thema. Du hast zumindest 80%, dann versuch nochmal dein Glück, ha? Geht doch. Und schlussendlich darf Faye nochmal mit an die Front. Du darfst die gute Mathilda nochmal hochheilen. Leider ist Mathilda noch nicht so super defensiv. Das ist noch ein bisschen das Problem. Liegt aber, glaube ich, mehr daran, dass der auch ganz gerne mal gedoppelt wird, oder? Naja, wobei, nee, eigentlich nicht. Ah, sieh mal einer an. Gut. Jetzt ist er ausgeflippt, ha? Über den Fehlschlag so sehr geärgert, dass man gleich voll ausrasten muss. Mathilda war im Rage-Modus. Ah ja, hier ist wohl Quelle Nummer 2. Hä? Moment, nein. Was ist denn das hier jetzt auf einmal? Okay.
Da geht's ja auf einmal total weit weiter, was? Da geht's ja richtig tief rein. Okay. Ich gehe da mal nicht runter, weil ich glaube, das andere war der Mila-Schrein. WTF. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Okay. Ja gut, warum nicht, ne? Da ist dieser Waldschrein ja interessanter, als ich dachte. Gehen wir erstmal runter, wie gesagt. Ah, wen haben wir denn hier alles? Wir können mit einer Menge Leute sogar recht reden. Hier. Oh, it was so awful. Das Mädchen ist nach Hause gelaufen. Wow, mehr hatte sie nicht zu sagen, wirklich. Oh nein, wie schrecklich, okay. Yes, Alm, what is it? Hm? You want to know how I became so strong? Well, my father was a distinguished warrior of some renown. He trained me relentlessly from a young age, and I embraced it. I saw the pretty maidens around me and wondered if I should be more like them. But they seemed keen on me staying just the way I was. So I did. Hm. Und Mathilda ist ziemlich cool, muss man einfach sagen. Hey Alm, how goes it? So not to be an old gossip, but I hear you and Celica had a bit of a row. Ladies, am I right? They just love to get the last word in. I thought it was just my mom and my sister who were like that, but nope. When I found out all women share that trait, my poor heart sank. Huh? How can I be so sure it's all women? How can you even ask that? I've been to a town. I've seen like a dozen women. Hell, maybe more. Ach, Grey, Mensch, ey. Tja, ist alles ein bisschen komplizierter, fürchte ich. Eine Statue der Mutter. Mehr hat er nicht zu sagen. Okay. Nun gut. Es ist ja auch offensichtlich. Ah. Es geht natürlich wieder weiter. Quellen, selbstverständlich. Aber der andere Teil, der war viel interessanter. Muss man ja echt sagen. Was haben wir denn hier, ha? KP-Wasser ist interessant, aber haben wir noch Wasser der Erfahrung? Ja, ist ganz nett. Klar. Wasser der Erfahrung ist aber totaler Quatsch, finde ich persönlich immer so. Gut, KP-Wasser, ich meine, wie viele Möglichkeiten werden wir noch bekommen diesbezüglich? Das kann ich relativ großzügig schon mal verteilen. Mathilda ist natürlich noch so eine typische Fronteinheit, die kann von mehr KP profitieren. Ich habe KP natürlich immer bevorzugt auch auf magischen Einheiten, ist klar warum, logisch. Und Faye beispielsweise hinkt da schon noch ein bisschen hinterher. KP-mäßig ist da sicherlich noch mehr drin. Deswegen, ich gebe... Naja, wobei, normalerweise müsste der KP-Wachstum eigentlich ganz gut sein sogar. Das stimmt, richtig. Ha. Oder ich lasse es auch nochmal übrig. Ah, Claire ist eigentlich auch eine Einheit, die ein bisschen mehr an die Front geht. Deswegen auch Claire. Claire kriegt auf jeden Fall einen, das ist schon mal sicher. Doch, auf jeden Fall. Da bin ich ganz zufrieden so mit der Entscheidung. Faye müsste normalerweise ein gutes Wachstum haben, aber bei uns ist sie total auf Angriff gegangen. Aber sowas von, schaut euch das an, oh mein Gott. Du bist eine verdammte Geistliche. Und dieser Angriff. WTF. Aber okay. Und natürlich defensiver. Es ist schon echt bizarr, aber... Nun gut. Solange du noch mit dem Draco-Schild rumrennst, muss ich mir um KP sowieso keine Sorgen machen. Ich denke nochmal nach über den Rest. Der eine KP-Punkt war mir schon mal wichtig. Aber der Rest soll gut überlegt sein. Wir wollen mal nichts überstürzen. Gehen wir wieder raus, oder? Wobei, wir waren schon ein bisschen unterwegs. Vielleicht lassen wir dir mal eine Opfergabe da. Was haben wir denn da alles? Was kann man denn wegwerfen? Eine gute Frage. Ich glaube, hartes Brot zum Beispiel ist Schrott. Machen wir das hier. Ein sanftes Licht erstrahlt. Und es geht allen wieder absolut super. Um den manipulierten Geist zu befreien, musst du den Puppenspieler töten. Mögt ihr immer unter Milas Segen wandeln. Es ist interessant, was man immer so für Hinweise bekommt. Das ist jetzt der erste, den man eigentlich nicht so wirklich interpretieren kann, ha? Huh? Interessant. Der Rest ist eigentlich immer einfach nur solche Basic-Mechaniken oder so. Okay, mal sehen. Och. Nein! Geht weg. Och nö, da kommt man nicht durch. Och, Mensch, jetzt habe ich mich geirrt, verdammt. Ich habe mich an der Tür geirrt, tut mir leid, Mann. Bis gleich, Leute. Auch dieser Kampf wäre bestanden. Meine Nerven. Natürlich muss ein Gargoyles wieder dazwischen kommen. Oh oh. Drüben war schon wieder jemand. Ich will mir jetzt das hier ansehen. Das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist gerade. Wo komme ich hier hin? Wo? Was ist das hier?
Was ist das? Ein Grab? Die, die ihr Reichtum sucht, kehrt um, sofern ihr keine Macht besitzt. Oh, wie verheißungsvoll. Tja. Nun, ich würde mal sagen, wir besitzen eine Menge Macht. Will da jemand unsere Macht auf die Probe stellen? Dann nur zu. Ich bin bereit. Oh. Wie interessant. Oh, du meine Güte. Ja, ist gut. Sei ruhig, blöder Gargoyle. Meine Nerven. Geht das hier wirklich so weit weiter? Unglaublich. Noch ein ganzes Verlies und überall sind diese blöden Dinger. Nun gut, ich kümmere mich mal darum. Bitteschön. Ein bisschen Supporter. Na, wenn ihr meint. Das wird euch auch nicht wirklich weiterhelfen. Ach, schade. Nun gut, Cliff, wie sieht's aus, hä? Wollen wir mal ein bisschen Excalibur draufhauen? Naja, ich dachte irgendwie, du crittest vielleicht mal wieder. So allmählich erwarte ich das mal wieder, ja? Unfassbar. Kannst du es wagen, nicht zu critten? Aber gut. Müssen wir eben so weitermachen. Das geht natürlich auch klar. Gut. Ein schöner Treffer. Mathilda, Finish. Gut so. Oh, Mathilda darf wieder aufsteigen. Sehr gut. Was holen wir raus? Fähigkeit und Verteidigung ist okay. Absolut. Vor allem ein bisschen mehr Defensive tut dir eben wirklich gut. Okay, das hier ist ziemlich witzlos, glaube ich, so vom Schadensoutput. Ja, das ist wirklich nicht so grandios. Oh, du kannst mit Forsythe dann reden. Der kommt sowieso nicht direkt so weit. Oh, ich hätte einen Schweifschuss benutzen sollen. Egal, hat trotzdem hingehauen. Wäre trotzdem klüger. Aber auf eins, wirklich. Ist das dein Ernst? Sowas mag ich ja mal gar nicht. Claire? Benutzen wir hier Claire. Zumindest können wir diese Gargoyles ein wenig einsperren. Das ist drin. Hier mit allem. Na dann, machen wir das so. Dann können wir zwar gerade in einen nicht wegräumen, aber jede einzelne Einheit ist defensiv genug, um damit fertig zu werden. Ein Gargoyle ist kein Problem. Und wir können dann außerdem mit ihm reden. Ist doch cool, oder? Python? Oh my god, it's after me again. Won't someone say poor Python? I am not an it, you daft fool. Why can't you take things seriously? Because I'm more effective when I don't? Oh, you needn't tell me twice. I'm well aware of how you function in this world. No goals, no passion. Just flitting about while doing the bare minimum. Your life must be so horribly empty. It's pretty grand, actually. So, maybe you should stop painting me as the picture of misery and woe. The carefree life is surprisingly fun. You should give it a whirl. Well, I have thought I might benefit from being a bit more capricious. What, you? Oh, gods, no. You'd be terrible at it. You just said I should do it! Oh Mann, ey, die sind auch unverbesserlich, diese beiden Typen. Er ist einfach total aufbraust, dieser Forsythe. Immer drauf und dran, irgendwas zu tun. Hat richtig viel Energie auch wieder. Aber Python ist das glatte Gegenteil. Oh, Level Up für Faye, wie sieht's aus? Fähigkeit und Verteidigung. Hauptsache, die Verteidigung steigt, was? Oh Mann, es wird schon teilweise wirklich albern. Gut, geh auf Mathilda. Die braucht Erfahrung. Oh, Mann, ey. Immer mit 80%. Aber Panzerfiasko hast du ja auch schon gelernt. Das ist doch ganz schön. Aber Claire ist echt am Doppeln von Gargoyles. So konstant. Das gefällt mir auch richtig gut. Claire ist schon echt gut, ja.
Gute Einheit. Mach weiter so, ja. Genau das. Das ist, was wir brauchen. Irgendjemand schon wieder mal kurz vom Level up, huh? Ja, Tobin ist relativ dicht dran, aber noch nicht weit genug, was das betrifft. Ja, so ein bisschen Schaden machen könnten. Nicht besonders viel. Oh. Aber du, ja, wartet mal kurz, wir klappern mal. Oh, salutations and, felicitations? Hey Claire, how are you? Wait, felicitations? Was that too much? I fear these are rather difficult to devise. You're inventing new greetings? Is this because of what I said? What? No! Perish the thought. I merely felt like being creative. Oh, posh. Fine. I admit it. You said you liked my greetings, and I perhaps wanted you to like me more. But Claire, I like you the way you are. You're proud, overbearing, and don't give a damn what people think of you. I am not overbearing. A boy will take that back at once. I'm the queen of Zofian High Society. Why should I care what you think? There's the Claire I like. Oh Mann, ey. Claire. Unglaublich, aber die sollte nicht so laut sein, wenn da drüben Faye rumsteht. Die guckt bestimmt schon richtig böse, so. Wahrscheinlich schon so das Messer in der Hinterhand. Das war's mit dir, Claire. Oh Gott, oh Gott. Ach ja, sie ist total verrückt und Claire ist irgendwie ganz putzig auf ihre Art und Weise. Hat irgendwie auch was, ich weiß nicht. Du musst jetzt trotzdem Claire hochheilen. Ich bestehe darauf, Faye. Tut mir leid. Nun gut, hauen wir mal kurz drauf. Ah, was heißt kurz draufhauen? Ich wollte eigentlich, dass Mathilda finisht, aber hey. Allen braucht ja auch Erfahrungspunkte, das muss man ja auch sagen. Allen braucht vor allem Geschwindigkeit. Ihm fehlt es an Geschwindigkeit. Er ist so langsam. Sonst gebe ich dir noch den Draco-Schild. Irgendwann mal, wenn es so weitergeht. Dass du gleich auf Null Geschwindigkeit kommst. Ach Gott. Noch mehr von den Dingern. Wirklich. Okay, das kann ich auch zufliegen lassen. Meine Nerven. No, this is how you do it. This is how you do it. Verfehlt. Fail. Meine Nerven. Halt, Moment. Schweifschuss, sag ich. Und wir überspringen mal ein bisschen was. Langsam wird es ein bisschen viel von dem ganzen Kämpfen. Ich dreh noch durch, ich sag's euch. Okay, da hat jemand auch durchgequittet. Ihr habt wohl auch keine Lust mehr. Schnell, schnell durchquitten. Finde ich gut. Ja, also allmählich werden meine Leute ein bisschen erschöpft. Das ist auch nicht so gut. Immerhin ist hier keiner mehr drin. Ach Gott, oben ist noch jemand. Gibt's hier echt gar nichts? Ich bin schockiert. Was soll das? Ach nö, wirklich. Na gut, ich erledige euch alle. Das scheint ja auch eine Art Test zu sein, oder? Wenn ich das so richtig deute. Wow, deine Crit Rate ist echt gut. Das liegt wohl wirklich am Alm-Supporter. Witzig. Hau einfach nochmal drauf, ganz im Ernst. Mir ist das jetzt mittlerweile alles ein bisschen egal von der Aufteilung schon. Das klappt schon. Level up für Tobin. Wie sieht's aus? Wow. Ein Fähigkeitspunkt. Amazing. Wer hätte damit nur rechnen können? Okay, das überspringen wir auch. Alles klar. Kampfende. Ja, ist gut. See now who you trifle with? Na, Claire ist kurz vorm Aufstieg. Das muss ich natürlich noch machen. Aber da drüben ist ja auch noch jemand. Los geht's. Kommt hierher, ich sag's euch. Ich lauf nicht extra zu euch. Ich bin zu faul. Nothing will stop me. So, dafür hau ich euch jetzt um. Ach, das hier reicht eigentlich erstmal, denn ich bin auf 99. Sie hat anscheinend trotzdem den Crit gelandet. Wunderbar. Ah! Immer dieselben Werte, ha? Huh? Angriff, Fähigkeit, Geschwindigkeit. Kann man sich nicht beschweren. So,
Okay, du bist auch kurz vom Level up. Da müsste ich aber vorher noch irgendwie draufhauen anderweitig. Hey, Moment. Das sieht aber nicht gut aus. Da hat jemand aber richtig krass zugehauen, ha? Huh? Kein Problem. Das kriegen wir in den Griff, wie man sehen kann. Ja, das wäre ein bisschen zu krass. Das ist schon echt heftig. Ja, auf 10 runter. Ich mache auch selbst nur 7 Schaden mit ihr. Das wäre zu heftig, das ist klar. Wahrscheinlich auch mit Python, oder? Na, damit geht's. Das ist ganz gut, okay. Sehr gut. Dann darfst du wieder finishen. Mal sehen, was Mathilda für ein Level abkriegt. Ah, ja. Geschwindigkeit braucht sie auch, das ist ganz gut. So, haben wir es dann mal. Wahnsinn. This is beginning to wear me down. Na, Mathilda ist erschöpft, das passiert natürlich dann auch irgendwann. Das ist schon klar. Aber soweit haben wir eigentlich alles erledigt, oder? Hier gab es leider nichts mehr zu holen. Und was haben wir nun hier, ha? Oh, eine Golddukate. Diese Münzen aus uralten Golde bergen mysteriöse Kräfte. Tja, das scheint sich ja richtig gelohnt zu haben. Ich wette, es wären sonst alle Käfige aufgegangen, oder? Das ist bestimmt die Alternative. Aber wisst ihr was, Leute? Haben wir hier drin ja auch alles erkundet, oder? Oh, klasse. Dann können wir das erste Mal was mit Gold schmieden. Cool. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird super. Aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes.